Artikel 5. Niemand darf gefoltert werden. Ja, und niemand hat irgendein Recht, einen anderen Menschen grausam zu behandeln oder zu foltern. Das gehört auch noch dazu. Diesem Verbot würde bei uns sicher jeder zustimmen. Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, die das Foltern in Frage stellen. Was ist in einem Entführungsfall, wenn es um Leben oder Tod geht? Darf die Polizei dann versuchen, die Preisgabe des Verstecks mit Gewalt zu erzwingen? Wie darf man mit Terroristen umgehen, die selbst keine Rücksicht auf das Leben anderer nehmen? Die Menschenrechte sagen dazu eindeutig nein. Das betone ich. Man darf es nicht. Man soll nicht das machen, was die anderen machen, denn dann ist man kein Deut besser. Deswegen, niemand darf gefoltert werden. Viel Spaß bis zum Artikel 6.